Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich, denn soeben ist bei mir die Glossy Box eingetroffen. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Glossy Box ist eine Beauty-Abo-Box, die monatlich erscheint, mindestens 5 Beauty-Produkte enthält und zwischen 12,50 Euro und 15 Euro pro Box kostet und auch pro Monat, je nachdem welche Abo-Variante man so wählt. Und ja, heute kommt sie bei uns an in einem ganz klassischen Design, also das ist der nicht Sonderedition Design Typ der Glossy Box und ich bin sehr gespannt, was sich hier drin verbirgt. Ich habe zwei verschiedene Gutscheincodes, die ich dir hier mal einblende. Zum einen bin ich eine ganz normale Abonnentin und habe dann ja den ganz normalen Code, Claudia-RSQ müsste das sein. Und ich habe den Glossy-Claudi-Code. Bei einem Code sparst du 20%, bei dem anderen 5 Euro. Und je nachdem, was gerade so besser für dich passt, kannst du gerne einen von den beiden wählen. Genau, ich habe den Deckel jetzt einfach mal entfernt und wir sehen hier drin auch ganz viele Glossy-Box-Logos und ja, klassisches Design halt. Dann habe ich hier einmal den ersten Blick. Da sehen wir direkt das Glossy Box Magazin Pure Relaxation Edition. Also quasi sollen wir absolut entspannen. Da bin ich sehr gespannt. Huch! Aufgleicht. Da ist jetzt ein bisschen Werbung rausgefallen von Skin & Co. Roma. Okay, da haben wir dann wahrscheinlich irgendwas von Skin & Co. Roma hier mit drin. Müssen wir gleich mal gucken. Hier haben wir dann einmal das Boxeninhaltsgedönsen ohne das Heftchen. Wir haben ein Seidenpapier, was normalerweise mit einem Seidenschleifchen umschlossen ist und von einem Klebi zusammengehalten wird. Das ist nur ein bisschen durch die Gegend geflogen bei mir. Ich rieche mal kurz dran. Man riecht nichts raus, aber ich sehe schon irgendwas Maskenähnliches. Das ist natürlich klasse, denn ich liebe Gesichtsmasken. Das ist immer Entspannung pur für mich. Ich mag das ja nicht so gerne, wenn ich das Seidenpapier zerreiße. Oh, wow, ich sehe hier was von Barbour drin. Das ist ja Wahnsinn. Hier haben wir dann den ersten Blick in die Box. Wow. Also gut, Pure Relaxation, da würde ich auch eher an Skincare denken. Ich bin mir aber noch nicht sicher, was die Boxenpacker sich beim Boxenpacken gedacht haben. Und deswegen schauen wir mal in das Heftchen rein. Übrigens, Achtung, Achtung, es gibt den Adventskalender. Ist auch unten in der Infobox verlinkt. Der ist erfahrungsgemäß ziemlich geil. Oh wow, die haben sich ganz schön viel dabei gedacht. Gönn dir eine Pause mit der Pure Relaxation Edition. Jetzt stehst du im Fokus. Der Jahreszeitenwechsel bringt stets viele Veränderungen mit sich und während sich der Sommer langsam verabschiedet, stellen wir uns mit gezielter Pflege und Kosmetik auf eine ruhigere Zeit ein. Gönn dir wertvolle Me-Time inmitten eines oft stressigen Alltags und lass die Produkte aus deiner Septemberbox wahre Beauty-Wunder wirken. Sie schenken dir die nötige Entspannung, verwöhnen dich von Kopf bis Fuß und bringen dich auf andere Gedanken. Außerdem zeigen wir dir im Magazin unsere liebsten Entspannungsrituale. Oh, schön. Dann steht hier jetzt mal ein bisschen mehr drin als sonst. Die haben das Magazin ja auch ein bisschen überarbeitet. Gönne deinem Körper eine wohlverdiente Pause mit dem erlebnisreichen Sommer. Fahre herunter und bereite deinen Geist auf die bevorstehende, kühlere Jahreszeit vor. Dann kommen jetzt ein paar Spoiler, die wir jetzt einfach mal nicht spoilern lassen. Bla 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 bla. Diese und weitere tolle Produkte erwarten dich. Sei gespannt. In unserem Online-Magazin und auf unseren Social-Media-Kanälen erfährst du außerdem viel Nützliches rund um unser Monatsthema. Time to relax. Viel Spaß beim Entdecken und Ausprobieren wünscht dir der Glossybox-Team. Ja, einige Produkte sind gespoilert und dann sieht man hinten zum Beispiel unsere liebsten Entspannungsrituale. Finde ich mega schön, dass die im Heftchen jetzt wieder ein bisschen mehr reingeschrieben haben. Oh, und im Oktober gibt es die Magical Masquerade Edition. Das sieht richtig, richtig fancy aus. Mag ich gerne. Oh mein Gott, das ist ja Oktober. Ihr könnt übrigens weiterhüpfen, falls ich euch zu viel über ein bestimmtes Thema rede. Ich habe hier immer Timestamps drin. Oktober, wir maskieren uns und das erinnert mich ein bisschen an 50 Shades of Grey. Secret or Truth, tauche ein in die mystische Welt der Magical Masquerade. Lass dich verzaubern von der geheimnisvollen Atmosphäre des Maskenballs mit all ihren Facetten. Lässt du dich in den magischen Bann der Dunkelheit ziehen oder glaubst du an die Macht der Ehrlichkeit? Freue dich auf eine von zwei Special Design Box im Oktober und entdecke tolle Beauty Highlights, die den nächsten Monat zu etwas ganz Besonderem machen. Ja, die hauen jetzt wirklich raus und ich hau jetzt wirklich rein, denn jetzt möchte ich gucken, was in der Box drin ist.
So, als allererstes haben wir hier, wie eben schon gesehen, die Maske enthalten. Luvos Heilerde. Eine Hydromaske spendet nachweislich intensive Feuchtigkeit mit Algenmeerwasserextrakt und naturreiner Heilerde. Da haben wir zwei Sachets drin und die reichen jeweils für eine Anwendung. Finde ich schön, kann man sich auf jeden Fall gönnen. Und das ist halt so eine Entspannungsgeschichte, die man jetzt, beziehungsweise die Haut auch so ein Stück weit braucht. Ne? Und ja. Da spendet man schon mal Feuchtigkeit, denn im Winter hat man ja auch diese ganze trockene Heizungsluft. Da wird das Gesicht oder die ganze Haut am Körper ja auch echt wieder sehr durstig werden. Deswegen, ja, kann ich mir gut vorstellen. Auch für die Feuchtigkeit wird hier von Barbour das Hydra Plus Gedönsen uns helfen. Und das ist, glaube ich, 30 Euro wert oder so. Das sind 7 Ampullen und ja, intensive Feuchtigkeit. Ich finde die Barbour-Ampullen einfach klasse. Die bekommen wir jetzt gerade so zum Ende des Jahres in die Boxen. Ne? Ganz viele Ampullen, weil das ist immer so dieses ganze Edle. Haben wir auch häufig in Adventskalendern drin, weil es auch sehr schön in den Adventskalender reinpasst und ein gern gesehenes Produkt ist. Also ich verwende sehr gerne Ampullen. Also sei es von Barbour, aber ich mag auch echt gerne die von Isana, von Balea. Dalton-Ampullen sind natürlich mein persönliches Herzensding. Aber auch die von Barbour finde ich echt klasse und da freue ich mich mega gerade drüber. Da kann man dann einfach eine Woche lang sich eine richtig geile Feuchtigkeitskur geben, immer abends schön in die Abendroutine mit einbauen. Oh, glaub mir, das hilft wirklich. Also finde ich total klasse und ja, mega, dass das mit drin ist. Ich meine, Box 12,50 Euro, Ampullen 30 Euro. Läuft. Ja, und noch so ein teures Ding ist von Mundmaske etwas. Das hatte ich letztens erst leer gemacht, kommt demnächst in meinem Aufgebraucht-Video, ist ein richtig geiles Produkt von Mudmaski. Das ist so eine Augenmaske gegen trockene Haut und Puffy Eyes und Falten und hast du nicht gesehen. Und das ist halt ein Maskending in einer Tube und das gibt man sich dann halt an die untere Augenpartie, zum Beispiel während man eine Creme-Maske oder sowas sich aufgibt, ne? Finde ich extrem geil. Also ich mag ja gerne diese Masken, Augenmasken-Patches in einem Pöttchen. Weil da hast du halt 30 Anwendungen drin und dann hast du da einfach weniger Müll. Und das hier mag ich halt einfach super gerne in Kombination mit Crememasken oder Pöttchenmasken. So, so geil. Und das ist auch nicht so günstig. Kostet ja, glaube ich, auch seine 30, 20, 30 Euro. Nicht schlecht, Herr Specht. Wow. Und das ist auch eine Full Size. Ich bin gerade ein bisschen geflasht, weil wir haben schon die Barbour-Viecher und die Mudmaske-Dinger drin. Und das sind schon zwei krasse Kaboom. Produkte, ne? Und da geht schon die Party ab. Man sollte natürlich ein bisschen Bock auf Masken und Skincare und sowas haben. Ansonsten ist es jetzt ein bisschen blöd und die Personen schauen dann in die Röhre. Auch Sebamed habe ich in letzter Zeit sehr, sehr lieb gewonnen, weil ich jetzt gerade habe ich es endlich mal wieder nicht überschminken müssen. Man sieht es noch ein bisschen, ne? Also ich habe so einen Ausschlag vor allem am Hals gehabt, aber auch um den Mund und im Gesicht. Also es war ganz, ganz schlimm bei mir die letzten 2 Wochen ungefähr. Ja, ich sah echt schlimm aus. Ja, habe aber eine Creme von Sebamed und noch eine ganz andere Creme und Rampampam, die mir einfach geholfen haben. Auch tatsächlich Ampullen, aber da komme ich noch im Aufgebraucht-Video zu, wenn ich es irgendwann mal, noch sind die Produkte nicht leer. Egal, auf jeden Fall haben wir hier ein Deo mit dabei. Deo Balsam Sensitiv ohne Aluminiumsalze. Ja, das ist hautneutral, das heißt, du kannst es dann wahrscheinlich auch, also pH-Wert hautneutral, ne? Kannst du wahrscheinlich dann auch sehr gut verwenden, wenn du ja, einfach sensible Haut hast, die ich habe. Und deswegen freue ich mich drüber. Finde ich klasse und ja, so ein Deo mit drin zu haben, ist okay. Nicht jeder steht auf diese Roll-On-Deos, aber ich mag die eigentlich gerne abends vor allem. Nachdem ich geduscht habe, da verwende ich immer Deo-Roller oder Deo-Sticks, Deo-Creme und so weiter. Und ansonsten halt Sprühdeo, ne? So, wir haben jetzt schon 4 Produkte und wir haben noch 2 Produkte in der Box. Und eins davon ist dieses hier von Urte Kram. Da hatte ich, weiß ich gar nicht... Hatte ich da nicht mal irgendwann eine Spülung oder sowas von? Das war duftmäßig grenzwertig. Blown Away von Normal to Combination Skin. Okay, ich habe keine Kombination, also keine Mischhaut und ich habe keine normale Haut. Ich habe tatsächlich wirklich eine trockene bis sehr trockene Haut. Moisturizing Day Cream mit Hyaluronsäure und Aloe Vera. Und hier sind 50 ml enthalten. Ich mag sehr gerne die Verpackung von dem Produkt, muss ich sagen. Das ist nämlich so, dass du hier oben die Tube hast und hier unten den Pumpspender. Und das mag ich gerne, weil ich das einfach praktisch und gut anwendbar finde.
Andererseits, ja, es ist halt leider kein Produkt, was für meine Haut geeignet ist, aber ist nicht schlimm. Ich packe ja demnächst ja einige Adventskalender und da wird es dann mit reinkommen. Und ja, ansonsten hört sich das aber echt gut an. Hyaluronsäure und Aloe Vera ist etwas, was ich persönlich für meine Haut sehr gut gebrauchen kann. Aber ja, ich achte halt auch immer drauf, dass ich eigentlich so ein Stück weit da auch schon Lichtschutzfaktor drin habe oder dass es halt wenigstens auch ein Produkt ist, was für meine Haut geeignet wäre, ne? Das ist es ja leider nicht. Okay, so, dann kommen wir mal zu dem sechsten und letzten Produkt hier in der Box. Und das hier ist von Kryolan, ein Eyebrow Forming Gel. Und da Kryolan, ich glaube, oh, mein Auge juckt, ich glaube, so eine Marke ist, die man für hier Theater-Make-up und sowas verwendet, wird das definitiv auch eine gut haltende Geschichte sein. Kommt in mein Full-Face Beauty-Boxen mit rein. Und hier haben wir dann einmal das Produkt, schaut so aus. Ist so eine schöne Verpackung, kann man dann hier so rausdrehen und dann hat man hier ein riesengroßes Bürstchen, wow. Ist jetzt für meine Krüppel-Augenbrauen, glaube ich, ein bisschen zu überdimensioniert, aber ey, du sollst das fixieren bitte. Aber finde ich, finde ich in Anwendung nehmbar, werde ich ausprobieren und freue ich mich drüber. Also so ein bisschen dekorative Kosmetik, Pflege haben wir mit dabei, alles natürlich sehr, sehr gesichtslastig, aber ja, gesichtslastig, aber finde ich nicht schlimm, weil ne, das ist halt wirklich jetzt mal darauf fokussiert worden, dass wir uns auf den Winter vorbereiten sollen und so ein bisschen darauf einstimmen, dass jetzt eine kältere Jahreszeit kommt, wie es ja auch schon im Heftchen drin beschrieben worden ist. Und mir hat die Box sehr, sehr gut gefallen. Sie ist jetzt leer und ich glaube, dass wir vom Gesamtwert echt mega krass liegen werden. Wir haben aber auch krasse Produkte drin. Das heißt, es sind nicht einfach nur teure Produkte, sondern auch Produkte, die wirklich gut sind. So wie von Muttmaske und Barbour definitiv. Also da weiß ich bei den beiden Produkten, dass die klasse sind. Und das war es jetzt auch hier von mir mit diesem Unboxing. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Beautyboxen, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!